stattfindet, weil es höchstwahrscheinlich, also weil keiner mehr spontan hierher gehen wird. War schlecht. Und ja, es ist in der Hinsicht einfach schade, wenn man sich überlegt, dass eigentlich nach dem Verständnis des Jugendforums oder nach unserem Verständnis von Jugendforum das Thema Jugendpolitik als Teil von Jugendbeteiligung eigentlich im Fokus stehen sollte. Und damit ja auch, sagen wir, im Rahmen des Abgeordnetenhauses, was ja auch eine politische Institution ist, eigentlich stärker im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung stehen sollte, dann ist es schon sehr bedauerlich, dass es hier oben ist. Und was darüber hinaus auch wahrscheinlich ein bisschen suboptimal sein könnte jetzt im Verlauf des Tages, ist die Tatsache, dass relativ wenig Platz nur noch da ist. Also wir haben jetzt nur noch diese Stellwände, wie man hier sieht, und die Frage ist halt wirklich, ob man da so viel Inhalte transportieren kann. Wenn man hier jetzt praktisch so einen Spießrutenlauf durch diese Stellwände macht. Jugendforum mit neuem Gesicht. Was hältst du davon? Ja, dieses neue Gesicht scheint ein ziemlich konservatives Gesicht zu sein. Wird vom Bündnis Rundstadt Braun unterstützt und auch wird halt getragen, so viel ich weiß. Ich kriege auch Unterstützung von Respekt Hamm. Ist auch richtig cool. Und mittlerweile sind immer mehr Leute dafür interessiert. Und wir haben unter 25 Einsendungen die 7 besten ausgewählt und die als Postkarten gedruckt. Und ab dem 23. sind dann auch in ganz schöne Weide Werbeflächen mit den Gewinnern und zum Beispiel mit schöner Weiden ohne Nazis. Wir machen hier ein Projekt für die Kinderrechte des Grundgesetzes, wie man ja hier auch schon sieht. Also das Jugendforum heute im Abgeordnetenhaus hat uns als Lesben- und Schwulenverband sehr viel gebracht. Wir konnten sehr viel Netzwerkarbeit machen.